Moin Leute, was geht? Der Business-Chappy ist am Start. Er sieht verdammt gut aus, denn er ist heute der Star. Das reimt sich nicht, deswegen lassen wir das einfach. Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zurück. Okay, machen wir das Ganze ernsthaft und ich weiß, es wird euch triggern, die Mütze ist nicht richtig und das werde ich das ganze Video so lassen, es sei denn, ihr werdet in diesem Video 250 Likes schaffen, dann werde ich das für einen Monat so nicht mehr machen. Vielleicht mache ich es dann einen Monat so, das werde ich mir dann angucken. Ich sehe absolut behindert aus, es ist absolut, als wenn mir einer mit dem Arsch ins Gesicht gehauen hätte. Leute, Battlefield 2042 sollte jetzt eigentlich schon bei uns auf den Konsolen sein und auf dem PC und überall, aber Battlefield, die Beta, nur die Beta, soll fast 2 Wochen gehen, das war der ursprüngliche Plan und viele Leaker, Tom Henderson und Lost, das ist ein Battlefield-Kanal, der mir im Stream empfohlen wurde, den ich euch empfehlen möchte, ist ein absoluter Battlefield-Crack eigentlich. Ein ziemlich cooler Kanal, kann ich euch nur empfehlen, ist auch unten verlinkt, ich habe mit dem so nichts zu tun, ich mag den Content einfach. Der Dude macht sehr, sehr viele coole Infovideos über Battlefield, über das neue Battlefield, über was für Waffen kommen, auf was kann man sich freuen, wie sieht's aus. Und der hat darüber auch gesprochen und ich wollte euch darüber informieren. Normalerweise haben alle Leaker letzten Tage, Wochen gesagt, ja, 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 4., 5., 6. September, da irgendwo ist nachher Release von der Beta. Und ich glaube, am Ende war das, was alle gesagt haben, der letzte Freitag. Das war, glaube ich, der 6., 5., 3. September. Hat nicht funktioniert. Activision und DICE haben sich darüber auf Twitter auch ein bisschen lustig gemacht und haben angekündigt, dass die Beta im September kommt. Daran bleiben sie auch. Aber sie haben in so einem Meme gesagt, oh, wir wissen aber noch nicht, welcher September. So wie es jetzt aussieht, ist die Battlefield Beta auf den 22. September verschoben. Für die, die es jetzt unbedingt wissen wollen, viele von euch, ab dem 22. September können alle Vorbesteller Early Access, Vorbesteller, früher Zugang, können die Beta schon anfangen zu spielen und dann, ich glaube, nach 2-3 Tagen kommen die anderen. Wenn ich das richtig auf der Kette habe, wenn nicht, es verzeiht mir Leute, Battlefield, all diese Sachen, ich bin übermannt von Infos bei Call of Duty, die Infos, die kriegt ihr in einem anderen Video. Die Beta startet am Freitag. Das ist ja erstmal nur für PlayStation, das heißt nur als kurze Info, wenn ihr mit dabei sein wollt, guckt bei mir gern vorbei. Auf jeden Fall ist es da so, wenn ich euch jetzt COD-News geben müsste für die neue, fürs neue Vanguard, würde es in einem Satz machen, alles aus MW19 kommt wieder, 1:1. Das Streak-System, die Killstreaks, das Radar ohne wirklich rote Schüsse drauf, dafür kriegt ihr einen Perk, ihr braucht einen Perk, damit Feldaufrüstung als Totenstille ist, also eigentlich echt keine guten News, aber Battlefield gibt es News. Und zwar sieht es so aus, als wenn bei einem Playtest auf den New-Gen-Konsolen, hier vor allen Dingen PS5, DICE und EA einen Critical Error gefunden haben oder ein Critical Issue. Das bedeutet, die haben bei dem Playtest vor ein paar Wochen festgestellt, dass irgendetwas, ich weiß leider nicht, was es ist, so dermaßen verhunzt ist, dass die PS5-Version von Battlefield nicht spielbar ist. Das gleiche gilt wohl wahrscheinlich auch für Microsofts PS5-Ableger, die Xbox. Bitte hatet mich nicht, Leute, mir ist völlig egal, welche von den beiden Konsolen besser ist. Ich habe mit der Xbox nur nichts zu tun. Wenn ihr die Xbox liebt, von mir aus, mir ist das völlig egal. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wenn wir in der Beta aktuell, ist das der Stand, nur die PS4-Version bzw. die Old-Gen-Version der Xbox spielen können. Und dieser Critical Error hat dafür gesorgt, dass die gesamte Beta um mehr als 2 Wochen verschoben wurde. Wenn man jetzt aber überlegt, dass die Battlefield, der Full-Release eigentlich ja auch für den Oktober schon gedacht ist, haben wir zwischen Beta-Ende von Battlefield und Release-Datum Battlefield nicht einmal 2 Wochen. Ich kann euch aus der Erfahrung sagen, dass weder 2 Wochen noch 2 Monate ausreichend Zeit sind, um alle Bugs, Spawn-Issues, Probleme und sonst was aufzulösen. Es wird also auf uns alle ankommen, dass wir in der Beta von Battlefield alles, was wir beobachten, was ein Problem ist, was ein Bug ist, was sich so nicht gehört, wo man unter die Map glitschen kann, wo man plötzlich 3 Flugzeuge fliegen kann, wo das Flugzeug rückwärts fliegt, all diese Sachen sollten wir EA und DICE über Twitter, Instagram, Reddit, sonst was mitteilen, damit die in diesen 2 Wochen, die nur haben, möglichst viel dafür tun können, dass das Spiel bei Full Release dann besser ist. Aktuell sieht es so aus, als wenn wir 2 Modi spielen können in der Beta. Hazard Zone können wir nicht spielen, wir können Portal spielen und TDM, können die meisten Battlefield-Cracks ja.
kenne ich Gott sei Dank auch. Portal ist ja der neue Modus, wo ihr im Prinzip Waffen aus dem alten Battlefield mit dem neuen Battlefield vermischen könnt. Dann spielen Ärzte aus dem Battlefield 1942 gegen Sanitäter aus Battlefield 2042. Nur ein Beispiel, ob es jetzt genauso stimmt, weiß ich nicht. Mit Flugzeugen von damals und Flugzeugen von heute. Absolut. Ich freue mich dieses Jahr riesig auf Battlefield. Ich bin ein absoluter Battlefield-Noob. Aber, und das kann ich den Battlefield-Playern bei uns in der Community versprechen, ich werde die Beta durchsuchten. Ich werde jeden Tag in der Beta streamen. Ich werde Videos für euch aufnehmen. Ich werde meine Meinung dazu kundgeben. Und wenn ihr euch das Video von John Rage anguckt, der hat es auch probiert. War der Scheiße. Er hat das Anti-Cheat nicht runtergeladen und ist immer wieder gekickt worden. Und hat gedacht, es wäre ein Admin. Guckt ihn an, er ist echt wieder witzig. Freue mich, dass er da ist. Es gibt auf jeden Fall genug COD-Content-Creator, die dieses Jahr genauso wie ich sagen, also das, was da bei Call of Duty kommt, das, was Battlefield aktuell macht, wie es aussieht, interessant, die Braut. Das heißt, es wird sehr viel Battlefield-Content kommen. Es wird auch in der Beta von Vanguard, jetzt ab Freitag auch im Stream, auch sehr viel Vanguard-Content kommen. Ich möchte wirklich einen richtig offenen Fight, Mann gegen Mann, Bobby Kotick gegen, ich weiß gar nicht, wie der Chef von EA heißt, und dann gucken, wer das bessere Ergebnis liefert. Wenn ihr mich aktuell nach den Quoten fragt, 90 zu 10 für Battlefield. Ist kein Witz, Leute. Ich freue mich mehr auf Battlefield als auf Vanguard. Es ist hart. Ich spiele seit 10 Jahren COD und ich glaube, wir sind dieses Jahr alle an diesem Punkt angelangt, wo wir sagen, nicht noch ein Jahr. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt dieses Jahr diesen direkten Vergleich hat, Battlefield mit EA und DICE. Bei EA muss man immer vorsichtig sein, aber die haben sich anscheinend sehr viel vorgenommen, während Activision und Sledgehammer sich gar nichts vorgenommen haben. Das eine Game hat, weiß ich, wie viele Jahre Entwicklungszeit. Und dann kommt Vanguard, was 8 Monate Entwicklungszeit hat, was man auch daran merkt. Denn nicht nur die MW-Engine ist kopiert worden, sondern absolut alles, was in Modern Warfare war. Also wirklich absolut alles. Sogar, und das werdet ihr später sehen, die Score-Anzeige rechts, wo eure Streaks sind, ist 1 zu 1 aus Modern Warfare 19 kopiert. Nicht einmal die Farbe wurde geändert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Dieses Jahr, Leute, ist echt der Hammer. Das heißt, wenn ihr euch auf Battlefield freut, am 22. September ist es soweit. Genug Werbung gemacht und ich bin mir fast sicher, dass ihr die 250 geschafft habt. Deswegen mache ich so. Das sieht irgendwie behinderter aus als vorher. Ich bin raus. Haut rein.